Ja, schön. Sinn, Gemeinschaft und Freiheit. Ja, kann man sich gut merken. Jetzt schauen wir wieder zu unserem Passivhaus. Da haben wir sozusagen den Aufbau mit begleitet. Jetzt ist es schlüsselfertig geworden. Und wir haben gute Nachrichten. Passivhausbesitzer, die verbrauchen nicht nur Energie, nein, die produzieren auch selbst Energie und werden dadurch zu Produzenten.